Canadian player there, actually, from Turf. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gillespie. Oh, no. Gillespie, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und gestern ist bei uns einiges passiert, aber dazu komme ich gleich. Ich möchte erstmal unseren neuen Spieler im Team herzlich willkommen heißen und zwar handelt es sich um Chronix. Sollten vielleicht einige von euch kennen, Chronix ist ein sehr, sehr erfahrener Spieler aus bereits MW2 hat er angefangen, war damals auch mit Quickie Raiden im Team, ist dann bei Black Ops 1 auch mit denen zu SK Gaming gegangen zum ersten Mal, war da bei SK Gaming damit am Start. Ein sehr, sehr guter Spieler, war eigentlich schon immer ein Beast. Und ist jetzt auch bei Advanced Warfare wieder meiner Meinung nach einer der besten deutschen Spieler. Kommt aus Frankfurt, ist ich glaube 19 Jahre alt, kommt aus Frankfurt. Top-Spieler, bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Und ja, es ist halt, wie gesagt, wir haben ihn eine Woche lang getestet, um einfach zu sehen, ob das für ihn passt, das Ganze, ob er sich wohlfühlt im Team, ob wir uns wohlfühlen mit ihm, ob es spielerisch und menschlich, wie gesagt, passt. Wir wollten halt unnötige Roster-Changes einfach vermeiden, deshalb haben wir das gemacht, dass wir halt nicht sofort gesagt haben, hey, yo, komm ins Team, sondern nein, wir haben das Ganze in Ruhe getestet, so wie sich das auch gehört, und wollten es dann gestern Abend announcen, beziehungsweise haben es auch announced. Jedoch habe ich dann ein paar Stunden vorher von Kiwi eine Nachricht bekommen, beziehungsweise wir haben eine Nachricht bekommen in unserer Skype-Konversation, wo wir alle drin sind, dass sich Kiwi dazu entscheidet, Killerfish eSport zu lieben, dass er uns verlassen wird, aus folgenden Hintergründen. A, er möchte zu Fabe eSports gehen, da er da bessere wirtschaftliche Aspekte hat, da kann sich jetzt jeder selber seinen Teil dazu denken. Der zweite Grund war, da ja Fabe eSports, wie einige mitbekommen haben, jetzt mit Electrix zusammenarbeiten und er will auf YouTube groß durchstarten. Das war also mit ein Grund, warum er jetzt zu Fabe geht. Und da er mal auch zwei Wochen irgendwie kein Internet hat, will er dann dort irgendwie bei denen in deren Gaming-Shop oder so, keine Ahnung, irgendwie zocken, keine Ahnung, habe ich nicht genau verstanden. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Viele von euch denken sich sicherlich jetzt, das ist ein Weltuntergang für uns, ist es überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, da Chronix, Mike und Quickie auf einem extrem, extrem hohen Level spielen, das werdet ihr auch selber noch sehen, das ist kein Gelaber von mir. Das werdet ihr dann sehen, wenn die ersten Listen ins kommen, wie die abgehen. Und aber dazu will ich jetzt gar nicht mehr sagen, das guckt ihr euch dann selber an. Ich wünsche Kiwi auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück und ich bin auch überhaupt nicht neidisch oder irgendwas. Mich freut's, dass zum Beispiel ein YouTuber wie Elotrix jetzt den Competitive E-Sport in Deutschland unterstützen wird. Umso mehr YouTuber damit machen, umso besser ist es für die komplette Szene und für uns. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin selber schon seit Jahren am Versuchen, den deutschen E-Sport ein bisschen zu pushen, dass wir einfach ein bisschen größer werden, so wie die Franzosen, die Engländer und vielleicht auch die Amerikaner. Das ist schon länger mein Ziel und daher freut es mich, dass ein YouTuber wie Elotrix da am Start ist. Und ich wünsche Kiwi und Gunn auch wirklich viel Glück bei Fabe. Wir werden definitiv ein konkurrenzfähiges Team mit den zwei bekommen. Wir suchen jetzt noch in Ruhe einen vierten Spieler, machen uns da gar keinen Stress, testen jetzt da verschiedene Leute. Wir haben schon einige im Kopf, die wir testen wollen. Die testen wir jetzt auch, gucken uns das Ganze an, wie das funktionieren wird mit denen. Und dann, wenn das mal läuft, dann werden wir euch auch den vierten Spieler announcen. Und ich möchte mich an der Stelle auch mal direkt bei Mike und bei Chronix bedanken, die sehr, sehr loyal zu vor allem Killerfish waren, zu Quickie und mir. Die wurden auch von Fabe eSports gefragt oder werden auch immer noch gefragt, ob die joinen wollen. Die sagen bis jetzt immer noch nein und haben auch die ganze Zeit nein gesagt. Sie bleiben bei Killerfish, meinten die, sie bleiben uns gegenüber loyal. Und das freut mich wirklich riesig. Also, ja, solche Spieler brauchst du im Team, auf die du dich verlassen kannst, die Professionalität mitbringen. Und Loyalität freut mich wirklich sehr, sehr. Also wirklich fettes Danke an euch zwei, dass ihr loyal uns gegenüber, Killerfish gegenüber seid. Ihr werdet sehen, Leute, wir werden einigen EU-Teams zu schaffen machen in der Advanced Warfare Season. Die drei, also Quickie, Mike und Chronix, sind noch nicht auf 100% meiner Meinung nach und gehen jetzt schon extrem ab. Aber wie gesagt, das werdet ihr selber sehen. Ansonsten wünsche ich den anderen, wie gesagt, viel Glück bei dem, was sie machen. Ich hoffe, ihr supportet uns trotzdem weiterhin. Wer denkt, wir sacken jetzt ohne Kiwi oder wir sind nicht mehr das, was wir ohne Kiwi waren, der hat sich geschnitten. Habe ich auch kein Problem damit, wenn ihr uns nicht mehr supportet, weil ich will Fans haben oder Supporter haben, die auch wirklich 100% hinter uns stehen. Und ich möchte mich auch natürlich dann bei denen bedanken, die hinter uns gestanden sind in der Vergangenheit. Möchte ich wirklich den Support bedanken. Wer meint, der muss uns nicht mehr supporten, dann ist es halt so. Die uns weiterhin supporten, würde ich sagen, let's go Leute, danke an euren Support, auch an die neuen Abonnenten, die hier in den Channel dazugekommen sind. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Supporten, freut uns wirklich riesig und es wird auch hier bei uns noch richtig, richtig weitergehen, könnt ihr euch drauf verlassen. Ich bin eigentlich einer, der immer gesagt hat, ich werde niemals Kommentare unter einem
Video, ja, sperren, sag ich mal, dass man keine Kommentare schreiben kann. Bei diesem Video will ich es machen, einfach aus dem Grund, da ich hier jetzt keinen Krieg auslösen will und irgendwas gegen Fabe oder gegen uns oder gegen Kiwi und Gun oder gegen Mychronics und Quickie oder gegen mich, keine Ahnung. Ist auch egal, gegen wen, wir sind eine deutsche Community, wir sollten uns nicht streiten, wir sollten doch ein bisschen zusammenhalten. Und deshalb, ja, deaktiviere ich die Kommentare für dieses Video. Da kann sich jeder seinen Teil dazu denken. Will aber jetzt da, wie gesagt, einfach keinen Krieg oder keine Flamereien sehen. Ich wünsche denen viel Glück und das Ganze soll halt einfach auf einer fairen sportlichen Basis ablaufen. Ich glaube, das tut uns in Deutschland ganz gut, dass wir hier ein paar gute Teams haben. Wir haben ja noch andere. Es gibt ja noch das OX-Team, es gibt noch das Provoke-Team, die auch sehr, sehr stark sind. Und ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich auf die Season. Es wird eine coole Season für die deutsche Community. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke ich mich fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten hören wir die Tage wieder voneinander. Bis dann. Ciao, Servus, euer Schatz.